Freitag und Do-It-Malita-Zeit. Ja, wir werden heute ein Must-Have backen, und zwar Chanel-Kekse. Ja, ihr habt richtig gehört. Damit werdet ihr die Nummer 1 auf der Bachelorette-Party sein, auf der High-Society-Party und auf der Mädchen-Party. Also, los geht's! Was wir für unseren Zauber-Cookie brauchen, sind 300 Gramm Mehl, 200 Butter, 100 Gramm Puderzucker, ein Ei, und ein bisschen Vanillezucker, also ein Päckchen. Was wir auf jeden Fall für unsere Chanel-Cookies noch brauchen, ist Rollenfondant. Ich habe den einmal in ein Rosa gefärbt und in Schwarz. Und dann haben wir neutrales Weiß. Eine Cookie-Cutters, die habe ich im Internet bestellt. Wenn ihr wissen wollt, woher, dann kann ich euch das gerne hineinschreiben. Also kommentiert einfach drunter und dann schreibe ich euch zurück. Als allererstes nehmen wir unser Mehl. Unsere Butter, die sollte kalt sein, weil wenn sie warm ist, habt ihr einen Haufen von Brösel und Desaster. Es klebt dann in euren Haaren und dann in euren Gewand. Also, kalte Butter. Unser Vanillezucker. Unser Puderzucker. Und unser Ei. Und jetzt geht's los. Desaster! Ich habe alle Ringe runtergenommen dafür, weil wir wollen ja nicht in unserem schönen Schmuck die Butter, den Teig und den Rest haben. Deswegen würde ich euch jetzt raten, an der Stelle Klimbim runterzunehmen, obwohl ich eigentlich ein großer Fan von Klimbim bin, ja? Also ich gehe sogar mit Klimbim manchmal schlafen. Weil man will ja auch in der Nacht sexy aussehen. So muss euer Teig aussehen. Der ist jetzt ready. Wir werden jetzt unser Mehl nehmen. Unsere Arbeitsfläche damit ein bisschen bestreuen. Und dann können wir unseren Teig schon aufrollen. Ready to go. Bake it till you make it. Ausgerollt habt, kommen jetzt unsere Cookie Cutters zum Einsatz. Während ich hier noch meine Cookies aussteche, sind die anderen schon eigentlich fast bereit in den Backofen zu gehen. Wir werden die ganzen auf 160 Grad für 15 Minuten lang backen. Lege ich meine letzten drauf und ab geht los. Ihr habt ja gesehen, dass ich öfters als dreimal zugestochen habe mit meinen wundervollen kleinen Chanel Cookie Cutters. Mir ist trotzdem etwas Teig übrig geblieben. Wenn ihr eine große Party habt, eine Bachelorette Party oder eine Must-Have Fashion Party, dann verbraucht bitte den ganzen Teig. Ich brauche ihn jetzt natürlich nicht, ich mache nur ein paar. Ich werde ihn hier in Glasfolie einpacken und in meinem Kühlschrank kalt stellen. Bis morgen. Weil dann gibt es schöne Star Wars Cookies. Wir kommen jetzt zum dekorativen Part unserer Chanel-Kekse. Ihr seht schon, ich habe hier unser Rollfondant vorbereitet in drei verschiedenen Farben. Maisstärke, ihr könnt natürlich auch Kartoffelstärke verwenden. Damit werden wir unsere Klarsichtsfolie ein bisschen bepinseln. Ich habe hier auch ein paar Pinsel vorbereitet. Es sind keine Mega-Pinsel. Auf gar keinen Fall. Dann brauchen wir hier unsere Cookie-Cutter. Ein Nudelholz! Ja, wir brauchen ein Nudelholz. Und ein Messer. Ihr seht auch, ich habe hier ein wunderschönes Cookie-Board schon vorbereitet für euch. Wenn euch das gefällt und wenn ihr das voll süß findet, dann lasst mir doch einen Comment drunter. Dann werde ich euch ein Tutorial vorbereiten und werde euch zeigen, wie man so ein schönes Cookieboard für seine Chanel-Kekse macht. Als allererstes packen wir unser Fondant aus, unser rosafarbenes Fondant. Wir kneten das ein bisschen. Wenn es klebt, pinselt euch einfach ein bisschen Maisstärke auf die Handfläche und auf euer Fondant, dann klebt es nicht so hart. Dann bepinseln wir hier unsere Folie von beiden Seiten am besten.
jetzt geben wir das hier so hinein. Drücken einmal schön drauf. Dann kommt der hier in Einsatz. Ihr seht schon, hier kann man sich kreativ austoben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Thumbs up. Ihr könnt mich auch hier oben abonnieren. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Ich werde das ganze Rezept und jeden Schritt in meinen Infotext packen, damit ihr es natürlich leichter habt und damit ihr es auch nachbacken könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eure Malita.